Leute, willkommen zu einer neuen Folge der WM Koop Torwartkarriere zusammen mit Jan. Hi. Hi. In der letzten Folge haben wir einen unglaublichen Sieg hingelegt und konnten gegen die Schweiz mit 6:2 gewinnen. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, rechts oben am E verlinkt, ebenso wie Jans Kanal und Jans zweite Folge der WM Koop Karriere Staffel 2. Wir spielen jetzt gegen Costa Rica und ich bin mal gespannt, ob das genauso läuft wie in der letzten Folge. Wenn ja, dann sind wir einfach ein absoluter WM-Favorit, ein Titelfavorit hier zumindest in FIFA. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und gucken mal, was hast du denn so für ein Torwart? Schauen wir mal. Oh, Navas! Hey, der ist gut. Alter, der ist sogar besser als meiner. Ja. Mal gucken, ob das jetzt so läuft wie im letzten Spiel. Das ist jetzt anstrengend, ne? Aber ich glaube, Neymar und so sind trotzdem nicht schlecht. Uiuiui. Ja, deine Stürmer sind jetzt nicht so krass, aber... Nehmen wir nur 69er Mittelstürmer. Okay, die Spieler betreten das Feld. Wenn euch das Projekt gefällt, könnt ihr das natürlich mal mit einer Bewertung unterstützen. Würde mich freuen. Und jetzt hören wir uns die Nationalhymnen beider Teams an. So, mit Navas hast du echt einen super Torwart, ist eigentlich ein richtig krasses Torhüter-Duell jetzt, allerdings ist das auch ein kleinerer Torwart, also wenn die Schüsse wieder so platziert kommen wie in der letzten Folge, ja, kann es ein bisschen eng werden. Stimmt. Wäre das geil, wenn die jetzt wieder so abgehen. Nee. Doch, ich finde das richtig nice. Also jetzt nicht in der... Oh Gott. Wenn die genau... Ui. Oh, ja, komm her, und der Konter! Jawohl, 5. Minute, 1:0. Was? Zur Hölle. Krass, die waren jetzt 2-1 quasi. So einen ähnlichen Konter gab es in der letzten Folge auch. Ja, tatsächlich. Da hat die Abwehr jetzt schon zweimal irgendwie so einen Schwachpunkt, ne? Und diesmal wurde echt früh gefunden. Ja, nicht schlecht, wie viele Minute haben wir? Vierte, fünfte? Fünfte, glaube ich. Ja. Costa Rica, 5. Minute, 1:0. Krass. Oh, da ist eine kleine Lücke. Oh. Da ist die erste Parade von Navas, von dir. Aber die Chance noch nicht vorbei. Der nächste Schuss und der ist drin. Coutinho, 1:1. Die erste Parade war echt schön, ne? Ja, bei der habe ich schon gedacht, da komme ich nicht ran. Aber war echt überrascht, dass ich die noch rausbekomme. Bei dem ist dann wieder. Oh. Ja, zu platziert leider. Es ging aber, naja. Aber du warst sogar noch dran. Krass. Ja, der kommt direkt zu mir. Wollen hier nicht direkt wieder das Gegentor kassieren nach der direkten Antwort. 1:1 jetzt. Oh. Ja, den habe ich sicher gefangen. Die drücken auch die ganze Zeit, das ist echt krass. Jetzt. Ah, das war doch ein Foul, der liegt da in der Mitte. Ich habe es nicht genau gesehen, aber was? Stopp. Junge. Das war aber schon gewollt, also. Guck dir das mal an, der hat das da richtig rausgestellt. Ja, okay, er hat schon rausgestellt. Guck mal, er hat nach hinten geguckt. Ja. Und dann schreckt das einfach raus. Was soll das denn? Das ist doch Betrug hier. Ja, stimmt. Wenn man es so sieht, wenn man das, dann kann es schon ein Fehler sein. Also das auf jeden Fall. Er hat Zeit rausgestellt und nicht, dass er von da aus losgelaufen ist. Also egal, ob es Absicht ist oder nicht, ja, wäre schon ein Elfmeter. Ah, den hält er wieder. Ah, da bist du schon ein bisschen ballsicher als im letzten Spiel. Der Torwart, der liegt dir schon ein bisschen eher. Neymar. Neymar lässt den Spieler austanzen und den Torwart auch. Da kannst du nichts machen. Eieieiei. Wir haben das Spiel gedreht. Ah, das stimmt. 2:1. Er hat ihn da so mit der Pike vorne da geschossen.
Hat ihn da richtig reingeschlänzt. Und der Trainer freut sich. Der geht wieder richtig ab. Der hat auch Bock, ja. Ja, dann sind wir vor dem Stürmer da, kein Problem. Zack, den haben wir. War nicht nice schlecht, das war eine richtig gute Parade. Oh, aber wir sind mal da vorne, komm, ja, schon, ist noch nicht vorbei. Und, oh. Jetzt haben sie den Ball rausklären können. Ja. Wow, stark. Den holen wir uns. Komm, wir gehen mal hier auf links auf Marcelo. Krass, ne? Ich das gecallt habe und er einfach angekommen ist. Oh, und jetzt der kommt. Oh, nee, ja, nein. Nee. Oh, so komm schon. Nochmal in da. Die Mitte, er schießt direkt. Oi, den habe ich. Dachte, er spielt nochmal in die Mitte, aber die sind nicht so wie Spanien. Nee. Sind ein bisschen egoistisch. Wird geschossen, oh ja. Wäre gar nicht mal reingegangen, glaube ich. Aber alles für die Fans, ne? Ja. Nee, richtig gute Fans. Parade, muss man schon sagen, war echt nicht schlecht. Jetzt vielleicht nochmal kurz vor der Halbzeit. Oh. Ihr habt den Ball noch, ihr habt ihn noch. Er ist noch in euren. Brian, jetzt, jawohl, er legt die Nummer vor. Das ist so unfair, dass er da steht. Thiago Silva direkt nochmal vor der Halbzeit. Yes. Da steht er, so wie Falschgeld, ich hab geholt so. Oh. Bekommt er den Ball? Das gibt's doch nicht. Ja, da kannst du, ne? Dass der Ball da durchkommt, ich war halt für einen ganz anderen Spieler gestellt. Ja, eben, du standst halt komplett falsch. Aber es lag halt nur daran, dass der Pass halt so kam. 3:1 hier nochmal vor der Halbzeit. Ja, ist, also es ist richtig, richtig gut, muss ich sagen. Es ist nicht so krass wie im letzten Spiel. Muss aber auch nicht sein, dass es hier zur Halbzeit irgendwie schon 9 Tore oder so sind. Aber 3:1 lässt sich auf jeden Fall sehen. Nein, Coutinho ist verletzt. Sehr gut. Das ist doch nicht dein Ernst. Alter, dein Mull, Alter. Ich muss Neymar verletzen. Und ja, so ja, alle, du, alle oder? Verletzen. Ja, ich grätsch die gleich alle um, damit die irgendwie im nächsten Spiel genau. Alle nicht mehr spielen können. Wenn du das machst, das wäre ja richtig... Ne? Will ich ja nicht machen. Ich meine, ich muss ja nicht nochmal mit Costa Rica spielen. Oh, das wäre... Oh, uiuiui. Ui, ui. Was? Das ist abseits, ja. Aber jetzt kommt Brasilien schon wieder. Oh nein. Bitte jetzt nochmal irgendwie rüberlegen. Hilfe. Da kommt der Schuss. Oh, ich habe vor 5 Minuten schon vor den Schuss dahin gedrückt. Aber das bringt alles nichts. Es ist halt echt unglaublich. Man, du hast sogar Angst und weißt, was jetzt passiert. Und du kannst ich nichts dagegen machen. Ich habe vor dem Schuss in die Richtung gedrückt, weil ich einfach gewusst habe, dass er auf jeden Fall hinschießt. Aber bringt halt nichts. Weil ich komme da einfach nicht ran. Ich hasse dieses egal, Feeling, ne? Wenn du weißt, was passiert und du machst es und er macht es einfach nicht im Spiel. Das ist, ich mag das überhaupt nicht. Du tust mir leid, ich weiß, das ist nicht geil, aber für uns auf meinem Kanal hier ist das auf jeden Fall ganz nice, denn wenn wir hier richtig gut gewinnen und es sieht danach aus, dann sind wir ja direkt weiter eigentlich und wären hier direkt schon im Viertelfinale. Jetzt vielleicht, die ziehen auch immer ab, das finde ich richtig, richtig gut. Spanien hat da ja immer 1000 Pässe gespielt und einfach nicht geschossen und die ballern einfach drauf. Richtig gut einfach. Die schießen damit auch so viele Tore, das ist so doof. Ja, ich habe da nichts gegen. Eieieiei, da war mal ein Torfehler mit dabei. Das stimmt doch gar nicht. Wärst du da geblieben auf der Linie, wäre alles okay. Ja, ich weiß. Aber ich habe echt, ich wollte eigentlich gar nicht raus. Ich bin auch gar nicht so krass rausgegangen. Hier habe ich 2 Schritte gemacht. Und hier dann, ja doch, ich bin da ein bisschen raus. Aber ich hatte echt überhaupt nicht das Gefühl, dass ich rausgehe, weil ich eigentlich auch gar nicht raus wollte. Das ist richtig traurig. Naja, 4:2 geht noch. Geht auf jeden Fall noch klar. Ich hab vorher nach rechts gedrückt, ohne Witz. Alter, war das krass knapp. Holy shit, mein Herz stehen geblieben. Nee, oh je, jetzt gibt... Oh ja, komm. Ui! Was? Ich verliere den Glauben an meine Mannschaft. Du bist gerade ein bisschen leiser wieder, komisch. Echt? Ja, ein bisschen. Leiser als vorhin zumindest. Aber also ich habe echt probiert, da noch rüber zu rennen, weil es offensichtlich war, dass der jetzt da hoch spielt, aber
Pfosten, oh mein Gott. Oh. Oh, Alter, oh, ich, hab, ich bin Gott, einfach Gott. Auf den Ball losgerannt, Alter, was mach ich gerade? Ah, scheiße. Junge, war das knapp. Du Spieler erst mal den Ball weg. Ja, ja, voll der Ego. Ich kenne nichts. Nee, nee, Alter, jetzt geht's richtig ab. Die spielen richtig schnell nochmal und oh, die richtig gute Parade hier von Navas. Jawohl. Nämlich da. Ah, es war echt richtig gut jetzt. Nochmal zum Abschluss hier. Eine richtig schöne Parade. So will man das auf jeden Fall sehen. Oh. Voll. Ja, geil. Muss nochmal üben, ne? Ja, ja, ich will ja Paraden üben, deswegen mache ich das. Ja. Alles geplant, ja. Das ist Taktik. Für die Fans. Ja. Oh. Ah, jetzt gibt's nochmal den Freistoß hier und das wird nochmal ein Tor, denke ich. Kann man schon mal von ausgehen. So eine richtig scheiß Position. Ja. Warte, ich deck. Oh, hier. Junge, was machst du? Ich will den Spieler decken. Was machst du? Ja, jetzt hast du auch mal so ein Scheiß-Tor kassiert wie ich ungefähr jede Folge. Nee, so scheiße war das gar nicht. Ich bin drunter nur gewesen. Ja, ja, das bin ich ja auch die ganze Zeit. Ja, ich wollte. Eigentlich also jetzt, in der heutigen Folge jetzt nicht, aber Mann. Ich bin voll oft, laufe ich so ein bisschen aus dem Tor und dann köpft er über mich drüber. Das habe ich echt in gefühlt jeder Folge. Jetzt hast du das auch mal. 5-2, ja, ich hab's einfach gecallt, dass hier noch ein Tor kommt. Ach, Mensch. War richtig vorhersehbar. Egal, alles für die Fans. Ah ja, ja, natürlich, alles für die Fans, für das Tor und für euch, liebe Zuschauer. Diese heutige Folge ist jetzt damit beendet. Schaut auf jeden Fall unbedingt bei Jan vorbei, bei seiner zweiten Folge von der Staffel 2. Richtiges Special hier, 2-2. auf jeden Fall vorbeischauen, lohnt sich auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat. Die anderen haben 1-0 gespielt, die Schweiz hat 1-0 gewonnen. Wir sind sicher auf jeden Fall weiter, wir sind sicher im Achtelfinale, spielen jetzt nochmal gegen Serbien. Da kann sich dann nochmal entscheiden, ob wir Platz 1 oder Platz 2 sind. Aber die Tordifferenz, die sagt einfach schon alles aus, also wir sind eigentlich schon sicher weiter. Unentschieden wäre auch okay, aber so wie die eigentlich spielen, hoffe ich auf einen Sieg. Gut, das war's jetzt. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.